Seelenschmerz. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber ich denke wohl eher so. Kennst du das? Du gehst durch das Leben, gehst deinen Weg ganz allein, wirst von einem Albtraum zum nächsten gejagt, denkst ans Aufgeben und plötzlich ändert sich alles. Du glaubst, dass diese Person eine Geistererscheinung ist. Du gibst so viel und bekommst das Gleiche zurück. Alles scheint im perfekten Gleichgewicht. Du willst nicht mehr ohne diese Person leben. Alles an ihr lässt Zweifel wie Staub zerfallen. Du fühlst dich ihr verbunden. Doch dann gibt es diese Tage, an dem Abschiede schmerzhafter sind als sonst und du willst dir nur noch das Herz herausreißen. Du kannst den Schmerz nicht ertragen. Dieser Schmerz, diese zwei verbundenen Seelen sind das, was dich am Leben hält. Doch dieser Seelenschmerz hat aus dir den Menschen gemacht, der du heute bist und du bereust keine einzelne Sekunde. Denn du weißt, dass diese Person es wert ist. Diese Person ist es wert, dass du der Liebe eine Chance gegeben hast. Du glaubst an einen Traum, doch dann fällt dir diese Klippe ein, die Klippe, an der du standest. Du hast in die Tiefe geschaut, weil alles keinen Sinn mehr gemacht hat. Nun stehen sie an deinem Grab und trauern. Doch alles, was du wolltest, ist, dass dieser Schmerz einfach nur